Letzte Runde. Einmal noch die Fragen und Antworten zur Vorlesung, also zu den Vorlesungsvideos. Jetzt nicht zu einem speziellen, sondern zu allen aus diesem Semester. Und zwar im Wintersemester 2021/22 im Kurs Grundlagen der Informatik und Programmierung 1 am Campus Bocholt der Westfälischen Hochschule, aufgenommen am 18.01.2022. Tag zusammen. Online sind wieder keine Fragen, aber ich bin mir sicher, hier kommen welche. Und die sind jetzt zu allem möglich. Ich bin gespannt, dadurch, dass ich mich nicht vorbereiten konnte, weil ich die Fragen nicht kenne, wird es vielleicht an einigen Stellen Eiertanz, aber probieren Sie es aus. So, was sollen wir besprechen heute? Wer möchte? Kann jetzt auch sein, dass ich rausstelle, dass es überhaupt gar keine Fragen gibt. Ich bin sehr gespannt. Löchern Sie mich. Wir zeichnen auf, Sie können es hinterher noch nachgucken. Wir schalten nachher den Stream auch nochmal aus und dann können Sie auch noch Fragen stellen, die nicht aufgenommen werden sollen. Ja, ist so wie immer, ne? Ich sitze hier, gucke in die Kamera, erzähle ein kleines bisschen was, höre zu, dass nichts passiert. Genau, schießen Sie los. Ja. Ja, ich gucke mal gerade, dass ich die aufgemacht kriege. Das ist im Moodle-Kurs bei den Probeklausuren. Sie sagten Januar 19, genau. Dann gucken wir doch mal. Das kann ich Ihnen dahin geben und das kann ich hier auch im Stream einfach mal zeigen. Genau. Aufgabe 6a. Ach du meine Güte, das ist lange her. Schreiben und erläutern Sie die rekursive Funktion Factorial, die die Fakultät... Ach so, nee, Sie meinen... Moment mal, Sie meinen dann eine andere, ne? B. B, nicht A. Okay, das Pascalsche Dreieck. Muss ich selber nochmal gucken. Pascal Triangle Node und dann Row Column... Schreiben und erläutern Sie den an der Stelle. Kursiv, so dass der Aufruf Pascal Triangle die folgende Ausgabe erzeugt. Ja, sollen wir da mal reingucken? Ich lasse die Aufgabe noch mal einen Moment stehen, dass Sie die Möglichkeit haben, die auch zu lesen. Und dann muss ich gleich den Bildschirm einmal tauschen, dass wir dann ein kleines bisschen programmieren. So, wie gesagt, wenn Sie nochmal lesen wollen, Video können Sie dann ja hinterher anhalten. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Ne? Dieses Dreieck, was sich hier unten ergibt, was nicht ganz so schön ist, als wenn Sie das in Ihr Matheheft geschrieben hätten in der Schule, das kennen Sie, oder? Leider nein, das Pascalsche Dreieck. Kennen Sie binomische Formeln? Fangen wir da mal an. Also dieses a plus b in Klammern zum Quadrat, a minus b in Klammern zum Quadrat, die beiden. Da spielen diese Zahlen eine Rolle. Vor allen Dingen diese Zeile sollte Ihnen bekannt vorkommen. In Verbindung mit a plus b in Klammern zum Quadrat. Wo finden Sie da eine 1, wo eine 2, wo nochmal eine 1? Genau. Ja. Ja. Genau. A plus b in Klammern zum Quadrat ist ganz richtig. A Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Vor dem a-Quadrat, die sehen Sie nicht, wenn Sie es so schreiben, steht die 1 als Faktor. Deshalb fällt die weg. Vor dem ab steht die 2 als Faktor. Und vor dem b-Quadrat steht wieder die 1 als Faktor. Das ist diese Zeile aus dem Pascalschen Dreieck. Wenn Sie das jetzt einen Schritt weiter treiben und a plus b in Klammern hoch 3 machen, dann bekommen Sie auch... Kombination von A und B zusammen als Produkte. Und davor stehen schon mal die Faktoren 1, 3, 3, 1. Das geht los mit A hoch 3. Und dann zum nächsten Schritt, also einmal A hoch 3,
Zum nächsten Schritt wird der Exponent am a kleiner und der Exponent am b größer. Ich mache das gleich nochmal im Texteditor, dann sehen wir das ein bisschen besser. Also kriege ich hier ein a hoch 2 mal b mit dem Faktor 3. An der nächsten Stelle kriege ich ein 3a b Quadrat und ganz am Ende ein 1b hoch 3. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. A plus b in Klammern hoch 4 hat dann diese Faktoren vorne, wenn Sie das ausmultiplizieren. Und wo kommen diese Faktoren jetzt her? Wer weiß das? Genau, was an dem Binom für ein Exponent dran steht. Und das hängt dann wiederum damit zusammen, dass Sie eigentlich, wenn Sie diese binomische Formel ausschreiben oder allgemein ausschreiben für einen beliebigen Exponenten, nachher mit Binomialkoeffizienten vor diesen Produkten aus A und B arbeiten. Das ist dieses N über K, wo Sie ein N oben hinschreiben, K unten hinschreiben und das Ganze in Klammern. Das sind diese Binomialkoeffizienten. 49 über 6, den sollten Sie kennen. Woher? Dann schlagen wir nämlich den Bogen auch wieder zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Genau, das ist die Wahrscheinlichkeit beim Lotto spielen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, wann das geändert wurde. Mittlerweile ist ja die Superzahl noch mit dabei. Deshalb müssen Sie dafür die Wahrscheinlichkeit, die höchste Gewinnklasse im Lotto jetzt zu bekommen, noch einen Faktor 10 anhängen, weil sie ja diese Superzahl noch haben. Aber ist vollkommen richtig, 49 über 6 ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 6 Richtige aus 49 Zahlen ziehen. Und die berechnet sich mit diesem Binomialkoeffizienten. Was ist das? Das ist ziehen ohne zurücklegen im Endeffekt. Und die Zahlen finden Sie dann auch hier wieder. So, damit hängt das alles zusammen. Aber wir wollen nicht in die Wahrscheinlichkeitsrechnung gehen, wir wollen nicht so tief in die Mathe reingehen. Wir wollen dieses Dreieck nachher bauen. Fällt Ihnen an dem Dreieck was auf? Oder gibt es vielleicht für diese Binomialkoeffizienten, wenn Sie die ausrechnen, ein Bildungsgesetz? Und daraus ergibt sich dann nachher auch die Formel, mit denen Sie so einen Binomialkoeffizienten direkt ausrechnen können. Da sieht man das eigentlich ganz schön. Wobei, ich überlege gerade, sieht man das da ganz schön? Nee, ist vollkommener Quatsch. Wenn man über die Wahrscheinlichkeiten mit dem Ziehen ohne Zurücklegen, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, dann kommt man auf die Formel. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass ich mir damit eine Eselsbrücke gebaut habe. Wahrscheinlich ist das auch Quatsch nicht, aber ich habe das Gefühl, ich sehe da was drin oder könnte das dann erklären. Fällt Ihnen hier was auf? Also die ersten beiden Zahlen nicht. Da sieht man vielleicht nichts, aber in der dritten Zeile kann man ein bisschen was sehen. Wie entsteht diese 2 hier in der Mitte? Oder wie könnte diese 2 aus der vorherigen Zeile entstehen? Nee, dann kriegen Sie nämlich hier ein Problem. Das ist, also okay, ich sehe es ein, wie Sie drauf kommen. Das hier ist nachher für das Binom hoch 2. Das hier ist für das hoch 3. Und das hier ist für das hoch 4. Was machen Sie dann aber mit der 6 da unten? Und in der nächsten Zeile haben Sie dann hier, ich überlege jetzt gerade doch, dann kommt die 5, das ist richtig, dann hätten Sie das hoch 5, aber dann haben Sie in der Mitte eine 10, dann haben Sie nochmal eine 10 und dann haben Sie wieder eine 5. Hilft Ihnen dann nicht weiter. Weil diese 6 stört, dann die 10 stört und danach gibt es dann in der Mitte nochmal eine 20. Das ist also alles wenig hilfreich. Über dieser 2, wenn wir es jetzt richtig schön als Dreieck schreiben könnten, wir machen das gleich mal, stehen zwei Einsen, diese beiden. 1 plus 1 ergibt Ihnen eine 2. Über dieser 3 steht eine 1 und eine 2. Die beiden addiert ergeben eine 3. Über der 3 stehen eine 2 und eine 1 und die beiden addiert ergeben Ihnen die 3. Also links drüber und direkt drüber. In dieser Schreibweise. Gleiches gilt für diese 4. Links drüber steht eine 1, direkt drüber eine 3. Die beiden addiert ergeben die 4. Und die 6 ergibt sich aus links über der 3, also links über dieser 3 und direkt drüber dieser 3 ergibt sich eine 6, wenn Sie die addieren. Und hier bei der 4 steht drüber eine 3 und eine 1 und die beiden addiert ergeben die 4. Was steht hier drüber? Wie kommen Sie auf diese 1? Genau, hier steht eine 1 und da steht nichts. Also lassen wir das mal als 0 durchgehen. Beides addiert, ergibt eine 1. Ist vielleicht ein bisschen weit weg. Ich würde mir eher merken, am Rand steht die 1. Das ist nachher der Sonderfall, den wir nehmen. Am Rand steht eine 1, an dem Rand steht eine 1. Und immer dann, wenn Sie nicht am Rand sind, können Sie aus den beiden Elementen drüber das Ganze ausrechnen.
Okay. Dann probieren wir das mal. So, den lege ich mir jetzt natürlich als Spickzettel mal daneben und gucke mal, wo ich meinen Texteditor rausfische. Da sind wir. In 13. QA. Ich überlege jetzt gerade, wie ich mir das hier strukturiere, genau damit Sie das nachher im Repo auch haben. Pascal Triangle. Dann brauche ich das und ich brauche eine Main.c. So, jetzt verrate ich Ihnen auch, was ich gebaut habe. Denn das ist einmal das und das für den Stream. So, wir haben eine Main.c. Damit können wir jetzt eigentlich anfangen zu arbeiten. Ich brauche aber das noch und das noch. So. Was mache ich damit? Können wir das nochmal trainieren? Was mache ich, wenn ich eine leere main.c vor mir habe und ein Programm schreiben möchte? Als allererstes, was eigentlich aus den Fingern kommen sollte mittlerweile. Ja, include stdio.h. Das mache ich aber deshalb, weil ich eine Main-Funktion schreiben möchte, die mir erstmal Hallo sagt. So, damit ich überhaupt sehe, dass sich was tut. Denn hier kann auch schon viel schief gehen. Ich möchte jetzt was mit einer Shell, ein Bildverzeichnis haben. Und da baue ich jetzt rein. Wieso bin ich jetzt ins Bildverzeichnis gegangen? Das ist doof. So mache ich so. In Build Main möchte ich die Main-C kompiliert haben. Oder das, was in Main-C kompiliert haben, in Main-C drin steht, möchte ich kompilieren nach minus O Build Main. Und wenn ich dann Build Main ausführe, dann sehe ich Hello. Okay. So, was haben wir? Wir sollen eine Funktion bauen, Print Pascal Triangle, bis zu einer, unsigned int kann ich Ihnen auch schon spendieren, bis zu einer bestimmten Tiefe. Dann machen wir das, oder? Was wissen Sie, wenn wir das bis zur Tiefe 0 ausgeben? Was steht ganz oben an der Spitze? Printf, dann können wir auch schon mal einfach die 1 ausgeben. An der Stelle. Ich überlege jetzt, ob wir dazu sagen, Tiefe 0. Jo, warum nicht? Wir können es ja so nummerieren, wie wir möchten. Das ist das hoch 0. Jetzt überlege ich gerade. Ja, das passt sogar. Ich überlege gerade, wie ist es? Ja, das haut sogar tatsächlich mit dem Exponenten dann hin, genau. Das ist sogar sinnvoll, haben Sie vollkommen recht, wenn wir das 0, wenn wir die 0 da lassen, passt das sogar mit einem a plus b in Klammern hoch 0. Dann kriege ich nämlich kein a, kein b, aber dafür ja, Faktor 1. Ist das richtig? Ja. Ja, ist an der Stelle ein bisschen weit hergeholt. Weil ich ein A und ein B und nur eine Zahl habe, aber es passt. Okay. So, das heißt, es gibt mir schon mal das Richtige aus. Einverstanden? Wenn ich jetzt zur. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich jetzt einen weitergehe, was gebe ich dann aus? Ja, ich mache es hier unten nochmal. Ich möchte die Ausgabe dann haben. Wobei, wie viel Platz habe ich da gemacht? Ich glaube, so haben wir es gemacht. Wir bauen es hier unten nochmal. Ich möchte dann hier die 2 haben. Da wieder eine 1. Dann möchte ich hier eine 3 haben. Nee, was will ich da haben? Doch, da möchte ich eine 3 haben. Da möchte ich eine 3 haben. Da möchte ich die 1 haben. Hier habe ich eine 4. Da kommt die 6 hin. Da kommt wieder die 4 hin. Da kommt die 1 hin. Und dann habe ich hier eine 1, eine 5, eine 10. Ja, das haut hin. Die 5. Eine 1 und dann hätte ich hier diese Kombi. 15, 15. Wie bin ich vorhin auf die 20 an der Stelle gekommen? Das ist ja totaler Quatsch. Da eine 6, da eine 1. Habe ich richtig gerechnet? Also Sie gucken mit, ob ich hier Quatsch mache, ne? Ich mache es jetzt noch eine Zeile weiter. Dann ist das hier die 21, die 30,
Die 21, die 7 und die 1. So ein bisschen besser, ja. Wollte doch sagen. Dann weiß ich auch, wie ich auf die 20 kam. Da muss hier nämlich die 5 hin, da die Eier. Ich habe auch einen zu wenig. Genau, dann machen wir das jetzt mal richtig. Danke für den Hinweis. Da kommt jetzt die 20 dazwischen. Dann ist die 15 richtig, die 6 ist richtig, die 1 ist richtig. Die 21 stimmt, das ist aber eine 35. Und das ist auch eine 35. Und dann stimmt die 1, 2, die 7 und die. So passt es, ne? Jetzt gucken wir nochmal. Wir schieben das jetzt mal ein bisschen dreieckiger hin. Ich kann das ja durchaus auch so positionieren, ne? Und jetzt ist das mit dem, was steht da drüber, etwas besser zu sehen. Einverstanden? Stimmen die Rechnungen? Das sind 2, 3, 3, das ist eine 4, das ist eine 6, das ist wieder eine 4, das ist auf jeden Fall eine 5, eine 10, nochmal eine 10, eine 5. 6 offensichtlich, 15, 20, 15, 6, auf jeden Fall eine 7, eine 21, eine 35, nochmal eine 95, eine 1, eine 7 und eine 1. Genau, so, da wollen wir hin. Das heißt, wenn ich bis zur 1 gehe, also if depth gleich 1, was mache ich dann? Und dann gebe ich noch aus eine 1, noch eine 1. So, ne? Depth. Meine Güte. Einmal bauen, einmal ausführen, dann sehe ich genau das, was ich haben möchte, ne? Wenn ich bis zur 0 gehe und das Ganze baue, dann habe ich das so. Passt also, oder? Ja, und jetzt? Ja, ist vollkommen richtig. Jetzt, was Sie nämlich gerade sagen, ist, wir wollen das hier vermeiden. Na? Dass ich jetzt hier ein if ans andere hänge. Das wollen wir jetzt intelligenter machen. Wir machen es aber trotzdem einmal. Dass wir das jetzt erstmal so fertig machen, als müssten wir das so tun. Damit wir so ein bisschen Struktur erkennen. Ach, ich vertue mich immer. Gestern konnte ich das hier schön kompilieren. In der Einstellung, wie ich es jetzt hier habe, kann ich es nicht. So. Jetzt ist es nervig. Ich muss immer wieder neu kompilieren, wenn ich das für andere Zahlen gucken möchte, ob es passt. Wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie anders hinkriegen, dass ich das an der Kommandozeile angeben kann. Nee, ich überlege gerade, wie ich das am geschicktesten mache. Müssen wir das machen? Kann ich das einfach bauen? Wir sehen ja, ob es richtig ist. Nee, wir sehen ja, ob es richtig ist. So. Also wir wollen jetzt bis zur Tiefe 3 das ganze Ding ausgeben. Dann spielen wir es noch einmal durch, machen uns die Mühe hier. So, machen wir das so. Das Dreieck, was wir haben wollen, kommt raus. Ich mache es jetzt hier nochmal wieder rückgängig. So, in der Zeit können Sie schon mal überlegen, wie wir das sinnvoll hinkriegen. Sie haben jetzt gesagt, wir brauchen eine Unterfunktion. Welche Unterfunktion brauchen wir? Ja, was liefert die mir zurück? Genau, Pascal Triangle Node. Und was übernimmt die?
Ja. Den ich Column nenne. Genau, und die kann mir ruhig ein unsigned Integer zurückgeben. In der Anleitung steht noch ein Int, aber ich glaube, da habe ich das unsigned nicht so genau erklärt, was es damit auf sich hat. So können wir es durchaus machen. Ja, was mache ich jetzt damit? Was ist jetzt ein Pascal Triangle Node? Wenn ich hier Row und Column reinstecke, was könnte das hier unten sein? Also wie viel Pascal Triangle Nodes habe ich hier in der ersten Ausgabe? Ja, ein. Genau. Hier gebe ich nur einen Knoten aus. Ich überlege jetzt gerade, wie wir uns das noch einfacher machen können. Können wir das so machen, dass wir das Dreieck mal drei Whitespaces verschieben? Das macht es uns jetzt vom Prinzip her einfacher. Würde ich sagen. Wir geben das Dreieck so aus. Okay. Also, was ist jetzt ein, also hier in dieser Zeile, was ist ein Pascal Triangle Node? Ich überlege jetzt gerade, war das sinnvoll? Nee, das war nicht sinnvoll. Ein Wert, genau, ein Wert. Das, was ich gerade gemacht habe, war nicht sinnvoll. Wenn das ein Integer zurückgibt, also vergessen Sie das hier mal. Für zunächst. Aber es ist vollkommen richtig. Diese 1 ist die Antwort auf Pascal Triangle Node. Mit welchem Aufruf? Welche Zeile, welche Spalte haben wir? Ja, jetzt haben Sie hier gesagt Row Column, also ist das Zeile und Spalte. Hier steht Row und Column. Gut, also kommt hier raus ein unsigned Integer und der muss mir erstmal die 1 zurückgeben. Ich rufe ihn ja nur einmal auf, dann soll er mir die 1 zurückgeben. Ne? Da möchte ich hin, das einmal ausführen, gucken wir, ich kriege das Dreieck. Passt also noch. Einverstanden? So, jetzt möchte ich. Hier an dieser Stelle offensichtlich zwei Einsen ausgeben, zwei Knoten ausgeben. Ne? Da sind ja zwei drin. Welche sind das? Das sind die in Spalte 0, Zeile 0, Spalte 0, so rum. Und das sind die in Zeile 0, Spalte 1. Einverstanden? Haut das jetzt immer noch hin mit dem Code, den ich habe? Bis jetzt ja. Gucken wir mal, ob dem so ist. Ja, sieht gut aus, ne? Prima. Ja, warum? Weil die auch immer noch eins zurückgeben. Brauchten wir uns ja noch keine Gedanken zu machen. Knifflig wird es, wenn ich das jetzt mache. Da habe ich nämlich auf einmal keine 1 mit drin. Also, ich möchte hier ein unsigned int zurückhaben, ich möchte hier einen unsigned int zurückhaben und ich möchte hier einen unsigned int zurückhaben und das Ganze natürlich hier mit, Quatsch, das ist, ich habe mich vertan, das ist hier doch beides Zeile 1. Sie passen aber auch nicht auf mich auf. Das ist Zeile 0, Spalte 0, das ist beides Zeile 1, einmal Spalte 0, Spalte 1 und das ist jetzt Zeile 2, Spalte 0. Zeile 2, Spalte 1 und Zeile 2, Spalte 2. Einverstanden? Funktioniert das jetzt noch? Da ist eine Klammer. Genau, jetzt sollte es nicht mehr funktionieren. Vollkommen richtig beobachtet. Wir sollten jetzt auch in der zweiten Zeile überall eine 1 haben und hier wird es falsch an der Stelle. Das heißt, jetzt können wir unseren Code hier oben nicht mehr verwenden. Einverstanden? Weil der hier,
mit 2-1 das falsche Ergebnis bekommt. Und jetzt gucken Sie bitte mal genau hin. Wann bekomme ich, für welche Aufrufe bekomme ich eine 1 raus? Für 0-0, für 1-0, für 1-1, für 2-0 und für 2-2. Wann muss diese Funktion eine 1 zurückgeben? An den Rändern, genau. Das heißt, wir lassen die jetzt mal irgendwas zurückgeben. Es sei denn, wir sind am Rand. Dann machen wir Return 1. Wie finde ich den Rand? Wobei, ja. Ja, wir gucken uns das gleich nochmal an. Ich mache noch eine Änderung. Wir lassen nicht irgendwas zurückgeben, wir lassen die 2 zurückgeben, die wir hier haben wollen. Einverstanden? Warum soll ich da eine 9 hinschreiben, wenn wir doch eine 2 haben wollen? Also, so, was muss ich gucken? Sie sagten an den Rändern. Dann sagten Sie, da ist irgendwas mit 1 und 2, oder? Column muss 0 sein, ganz genau. Wenn Sie hier gucken, hier brauche ich eine 1, da ist Column 0. Hier brauche ich eine 1, da ist Column 0. Und hier brauche ich eine 1, da ist Column auch 0. Einverstanden? Genau. Call gleich 0, kriege ich eine 1, ansonsten kriege ich eine 2. Gucken wir mal, was wir damit erreicht haben. Jetzt habe ich da, da und da eine 1, aber hier keine 1 und da keine 1. Das heißt, die muss ich mir nochmal angucken. Die 2 ist richtig. Wo brauche ich noch eine 1? Ich brauche hier eine 1 und ich brauche, wobei ich markiere mal den da, da brauche ich eine 1. Und ich brauche hier eine 1. Wie kriege ich das hin? Ja. Das heißt, ich muss mir hier irgendwas überlegen, was dazwischen kommt. Und Row gleich gleich Column. Und jetzt ist die Frage. Da muss ein Oder dazwischen. So. Und das muss das Doppelte dazwischen. Ist die Frage oder muss da ein Und dazwischen? Ja, vollkommen richtig. Wir wollen ja, Sie sagten richtig, sowohl in dem Fall als auch in dem Fall die Ausgabe 1 haben. Und die sind unabhängig voneinander. Das soll ja am linken Rand passieren, das soll aber auch am rechten Rand passieren. Und von daher müssen wir ein Oder dazwischen machen. Wenn wir ein Und machen würden, wären wir am linken und am rechten Rand gleichzeitig. Und das ist nur hier der Fall. Nur an der Stelle, in der Spitze, hier oder bleiben wir was hier markieren, da sind wir sowohl am rechten als auch am linken Rand. Und deshalb ist ganz wichtig das Oder. Also hier oder da brauchen wir die 1. Jetzt gucken wir, ob das schon geholfen hat. Ja, prima. Das heißt, 1, 1, die Zeile 0, die Zeile 1, die Zeile 2 haben wir schon richtig. Und die 3 ist jetzt noch hardcoded. Einverstanden? So. Jetzt müssen wir uns das hier mal angucken. Das wird jetzt mühsam, ne? Wie kriege ich das irgendwie vereinfacht? Mit Vorschleifen, ganz genau. Also, den ersten Teil kriege ich mit Vorschleifen. Sie sagen es auch schon richtig, Vorschleifen. Ich komme mit einer nicht aus. Was steht in der äußeren Vorschleife? Ich mache es mal nur bis hier und dann räumen wir gleich auf. Wie kriege ich das hin, für die Tiefe 0 eine Zeile zu machen, für die Tiefe 1 zwei Zeilen zu machen, für die Tiefe 2, 1, 2, 3 Zeilen zu machen? Ja. Wie nenne ich den Zähler? Ja. Von wo bis wo läuft er? Der soll bei 0 anfangen und kleiner gleich Depth. Ja, so wie wir es formuliert haben, kleiner gleich Depth. Ja, und plus plus Row. So, das heißt, ich
Müsste dann das hier natürlich mehrfach machen. Dadurch kann das rausfliegen. Ich mache mit der Vorschleife, wobei jetzt wird es doof. Es war doof, dass ich das eingeklammert habe. Wir müssen es parallel dazu entwickeln und dann gleich wegschmeißen. Also es geht um von hier bis hier. Das versuchen wir durch eine Vorschleife erstmal zu ersetzen. So, das heißt, ich kriege hier hin, wenn Depth 0 ist, bekomme ich eine Zeile Ausgabe, wenn ich hier nachher was mache. Also irgendwie ein Printf muss da rein. Wenn ich Depth gleich 1 habe, laufe ich zweimal durch die Vorschleife, kriege also diese Ausgabe und diese Ausgabe nachher hin. Wenn Depth gleich 3, gleich 2 ist, bekomme ich diese Ausgabe und diese Ausgabe automatisch durch diese Vorschleife. Einverstanden? Wie viele Einträge hat die erste Zeile oder genau diese Zeile? Ja, ein Eintrag an der nullten Stelle. Wie viele Einträge hat diese Zeile? Ja, und wie viele Einträge hat diese Zeile? Okay, das heißt, für Row gleich 0 brauche ich einen Durchlauf, einen zusätzlichen Durchlauf. Für Row gleich 1, dann bin ich hier, brauche ich zwei Durchläufe durch eine neue Schleife. Und für Row gleich 2 brauche ich offensichtlich drei Durchläufe. Einverstanden? So, das heißt, ich muss hier nochmal eine Vorschleife machen. Wie heißt hier wohl der Zähler? Wo startet der? Ja, und wie lange läuft der? Ja, kleiner gleich Row. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich hier Semikolon brauche. Ja, wie überall. So. Ich brauche deshalb hier die Grenze Row, weil ich in Zeile 0 auch nur die Column 0 belege, in Zeile 1 die Column 0 und dann die Column 1 belegen muss und in Zeile 2 die Column 0, die Column 1 und die Column 2 belegen muss. Deshalb, Vorsicht, da muss ein Call hin. Deshalb geht es dann hier bis Row. Das heißt, abhängig davon, wo ich mich in der äußeren Schleife befinde, also je tiefer ich in der äußeren Schleife drin bin, je häufiger ich durch die durchgelaufen bin, desto länger wird die innere Schleife. Einverstanden? Ja. Und was gebe ich jetzt hier aus? Sicherlich in Anzahl ein Integer. Aber welchen? Row und Column. So, jetzt muss ich noch einmal kurz, ich hoffe, dass das gut geht. Ich kopiere mal die komplette Funktion. Ich habe nämlich vergessen, Ihnen noch ein Commit hinzulegen. Sie sollen ja nachvollziehen können, was wir hier treiben. Also das. Ich möchte einmal in den Scratch-Buffer, damit es nicht weg ist, auf keinen Fall. Ich möchte einmal noch den Zustand von vorhin herstellen. Das war der hier, ne? Dann kann ich Ihnen daraus nämlich einen Commit machen. Wir sind bei 13 QA. Das kann ich stagen, und zwar in Pascal Triangle Main. Da möchte ich Ihnen geben, Hardcode. Das war ein Three-Level. Ist das ein Three-Level? Ist eigentlich ein Four-Level, ne? Four-Level. Pascal Triangle. Und damit Sie den Zustand haben, da ist das, was ich jetzt nochmal haben möchte, weil ich rüber retten wollte. Ach. Ich vertue mich immer mit den Richtungen. Ich lerne es auch irgendwie nie. Da wollte ich hin. So, und jetzt machen wir das hier, was wir gerade gemacht haben. Da sind wir.
das haben wir gerade gebaut. Wir haben diese verschachtelten Vorschleifen gebaut, wo ich sehe, da fehlt das. Ich habe die ganze Funktion genommen. So, wir haben die verschachtelten Vorschleifen gebaut mit der Annahme, dass das dann eigentlich den Spaß ersetzt. Einverstanden? Und wir sollten jetzt printf declared hier. Ich soll es auch richtig schreiben. Mit der Annahme, dass das immer noch das gleiche Dreieck ist. Hoppla, was fehlt? Ist jetzt ja kein Dreieck mehr, ne? Ja, hier an der Stelle. Upp. Und dann haben wir wieder das Dreieck, wenn ich 1, 2, 3, wenn ich hier unten nicht 1, 2, 3, 4 dazwischen gepackt hätte. So. Und dann haben wir genau das Dreieck wieder wie vorhin. Einverstanden? Was mache ich denn hier? Nee, das ist doch nicht richtig, ne? Ah, ich verstehe. Genau. Ja. Ich verstehe. Es fällt im Moment auseinander. Also die oberen drei Zeilen, die und die sind richtig. Das ist das, was wir vorhin auch hatten. Dann kriege ich diese Zeile noch mit dazu, die nachher die ersetzen soll. So, also warum passiert das im Moment? Depth ist natürlich in dem Aufruf, den wir hier haben, 3. Und dementsprechend läuft die Schleife einmal mehr, als wir hier den Fall jetzt auskommentiert hatten. Und ich kriege natürlich das, was ich eigentlich sehen möchte, hier auch nochmal angezeigt. Das heißt, jetzt steht hier ganz anschaulich nebeneinander, dass die Zeile falsch ist und eigentlich die sein müsste. Das ist die Ausgabe. Aber ganz wichtig, der obere Block, die oberen drei Zeilen, die stimmen schon. Einverstanden? So, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir in die Schleife laufen lassen können und die Zeile automatisch auch erschlagen kriegen? Wenn wir am Rand stehen, kriegen wir eine 1. Was müssen wir tun, wenn wir nicht am Rand stehen? Was geben wir da zurück? Wir nehmen uns mal diese 10. Ne, wir nehmen uns nicht diese 10. Wir nehmen uns diese 3, denn die ist im Moment das Problem. Die ist ja falsch. Diese 3. Die ist hier eine 2. Die soll aber eine 3 sein. Diese 3. Steht in welcher Zeile? Ja, in der vierten Zeile, also in Zeile 0, 1, 2, 3. Da ist Row gleich 3 und Column ist. Genau, ist in der zweiten. So, und dieser Eintrag. Der berechnet sich woraus? Also was muss ich da an die Stelle schreiben? Aus welchen beiden Einträgen berechnet der sich? Aus der 2 und der 1 darüber, aus der Zahl und aus der Zahl. Einverstanden? Woher finde ich den Wert dieser Zahl? Wie kriege ich den? Ich schmeiße das hier mal weg, damit das alles auf einen Bildschirm passt. Wie bekomme ich den Wert dieser 2? Habe ich da eine Funktion für, die mir die 2 berechnet?
Welche Funktion berechnet mir im Moment diese 2? Die hier. Ja, also 2. Und welche Spalte? Ja, und was muss noch dazu? Genau. Also das hier. Einverstanden? Ich muss in der Zeile darüber nachgucken. Das steht hier. Und zwar in der Zeile darüber, links drüber, eine Kolumne weniger, und direkt drüber, in diesem Layout. Wenn ich das tatsächlich anders dreieckig schreibe, dann gucke ich links drüber und rechts drüber. Aber hier wird es mit den Indizes ein bisschen oder mit den Einträgen ein bisschen klarer. Einverstanden? So, das kann ich doch dann hier nutzen. Also, wenn ich nicht die 1 zurückgeben kann, dann gebe ich doch das zurück, was mir, und da verrate ich Ihnen jetzt schon wieder zu viel an der Stelle, bevor, da schreibe ich Ihnen schon wieder zu viel hin. Das machen wir auch als Zwischenschritt. Das ist definitiv ein Work-in-Progress-Commit. Wie nennen wir das? Use separate function to determine node value. Und da ist das deshalb Work in Progress, weil der ja noch kaputt ist. Das funktioniert hier unten ja noch nicht. Aber jetzt haben Sie schon richtig erkannt, der Plan steht da schon drin. Wir müssen statt der 2 Hardcode zurückzugeben, müssen wir Pascal Node Triangle. Was haben Sie gesagt? Wie kommt diese 2 zustande? Die hier? Row minus 1. Und die 1 kommt wie zustande? Column minus 1 plus Pascal Triangle Node. Was passiert mit der Row? Sie haben es vorhin gesagt, Row minus 1. Was passiert jetzt mit der Column? Column bleibt stehen. So, dann gucken wir doch jetzt mal, ob wir die richtigen Zahlen rauskriegen. Einmal bauen, einmal ausführen. Jetzt kriegen wir die richtige Zeile. Und dementsprechend können wir das hier dann auch wegschmeißen. Ne? Und jetzt ist die Frage, das war Tiefe 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt machen wir das Ganze doch mal bis zur Tiefe 7 und gucken, ob es klappt. Und dann kann halt keine Sau mehr lesen. Böse gesagt. Nur vom Angucken, was geht im Moment schief? Gucken Sie sich noch nicht die Zahlen an. Erstmal nur vom Angucken. Von der Aufteilung, von der Anordnung. Genau, die Zahlen schwenken aus. Wir haben kein Dreieck mehr. Und das können wir lösen dadurch, dass wir sagen, mach nicht unbedingt 1, 2, 3 Whitespaces dazwischen. Mach mal nur ein Whitespace dazwischen. Und sorg dafür, dass das Feld 3 Einträge breit ist. 3 müssen wir machen. Wir hatten vorhin, wir haben 2 Whitespaces, also das, was wir da stehen hatten, war eigentlich das hier. Also das ist gleichbedeutend mit einem einen Charakter breiten Feld, mindestens einen Charakter breiten Feld. Und danach macht er 1, 2, 3 Whitespaces. Jetzt nehmen wir 2 Whitespaces hier hinten weg und die packen wir da vorne vor. Jetzt ist das Feld 3 Einträge breit. Die Zahl wird rechtsbündig dargestellt. Und jetzt werden wir eine Einrückung gleich sehen, aber das ist ja hierfür egal. Aber wir haben die Zahlen schön angeordnet. Schön in Anführungszeichen. So, jetzt können wir nachrechnen, ob es stimmt und nachgucken, ob es stimmt. Die 5 entsteht aus 1 plus 4, die 10 entsteht aus 4 plus 6, die 10 entsteht aus 6 plus 4, die 5 aus 4 plus 1. Das ist auch denen. Die 21 entsteht aus der 6 und der 15, die 35 aus der 15 und der 20, diese 35 aus der 20 und der 15, die 21 aus der 15 und der 6, die 7 aus der 6 und der 1 und die 1 ist der Rand. Passt, oder? So, und das können wir jetzt natürlich auch machen bis zur 10. Und dann kriegen wir das Dreieck dementsprechend hin. Und was haben wir gemacht? Wir sorgen dafür, dass wir Ausgaben in Dreiecksform bauen. Denn nichts anderes steht hier. Wie lang ist das Feld? 3 habe ich gesagt. 2, 1, 2, 3 ist ein 3 langes Feld. Einen dazwischen.
Das sind jetzt einfach nur noch Mist. Pascal Triangle, Main C, da wollte ich hin. Das sind jetzt nur, um das zu verdeutlichen, einfach nur Ausgaben in Dreiecksform. Das machen die Vorschleifen. Die bauen mir so ein Dreieck. Und wenn ich jetzt diesen Platzhalter hier durch sinnvollen Inhalt ersetze, dann stehen da Zahlen drin, die ich ja hier mit dieser anderen Funktion berechne, mit diesem Pascal Triangle Node. Und in Pascal Triangle Node verwende ich die Info, die ich vielleicht noch aus dem Matheunterricht parat habe, dass am Rand, also hier runter, hier in dem Weg lauter Einsen stehen und hier an dem Rand auch lauter Einsen stehen. Das steht hier oben. Wenn du am Rand bist, dann gib mir eine 1 zurück. Und ansonsten wende ich das Bildungsgesetz an, was ich auch vielleicht noch aus der Schule kenne, um den Wert dieser Zahl zu bekommen. Addiere ich die beiden Zahlen, die da drüber stehen. Darüber stehen die aber nur, wenn ich das tatsächlich dreieckig mit Spitze nach oben, mit oben in der Mitte anordne. Hier muss ich jetzt berücksichtigen, dass das Dreieck so ein bisschen nach links verschoben ist. Also nehme ich die Zahl links drüber und die Zahl direkt drüber. Und das steht hier in der Berechnung. Und dann habe ich das relativ übersichtlich hingeschrieben und kann mir auch deutlich größere Dreiecke noch ausgeben. Wenn ich das denn möchte. Ja, wobei ich jetzt sagen müsste, natürlich die Felder sind hier 4 breit. Und dann kriege ich da immer noch die Werte aus dem Pascalschen Dreieck hin. Okay, mehr ist das nicht. Wir hätten auch anders vorgehen können. Wir hätten uns auch überlegen können, wie kriege ich diese dreieckige Ausgabe hin, so wie ich das gerade gemacht habe. Und dann überlegen, was muss ich denn da reinmachen. Ich weiß, dass das am Rand steht und ich weiß, dass das drin steht. Das kriegt man auch noch relativ gut hin, wenn man dieses Bildungsgesetz noch aus der Schule kennt. Ansonsten ist, glaube ich, das Vorgehen so kleinschrittig, wie wir das gemacht haben, auch in Ordnung. So, daraus mache ich Ihnen natürlich auch nochmal einen Commit. Was habe ich jetzt geändert? Das ist die Rekursion und dann sind wir nämlich fertig an der Stelle. Das ist es. Recursion. Und dann haben wir es. Hat das geholfen? Hat das Ihre Frage beantwortet? Okay, prima. Das ist gut. Weitere Fragen? Ich kann Ihnen das jetzt auch direkt pushen, sonst habe ich das wieder vergessen. Also das ist jetzt im Lecture Repository. So, weitere Fragen. Nix? Sie haben mir angedroht, dass Sie bei den weiteren Themen Fragen stellen wollten, also bei den komplizierteren Themen. Das hinterlässt so ein kleines bisschen den Eindruck, als wenn die Themen alle total leicht wären. Das finde ich in Ordnung, dass sie verständlich sind. Das finde ich in Ordnung oder das freut mich, dass es alles zu verstehen ist. Hinterlässt so ein kleines bisschen bei mir den Eindruck, als hätte ich noch mehr machen können. Besser nicht. Ich habe gewusst, dass Sie sowas sagen. Das war mit Ansage. Frag Studenten und Studentinnen, ob sie gerne noch mehr machen wollen und sie sagen nein. Okay, Eigentor. Gut. Noch was für den öffentlichen Teil? Dann haben wir ein kleines bisschen programmiert. Letzte Veranstaltung, letzte Fragerunde in Grundlagen der Informatik und Programmierung 1 im Wintersemester 2021-22 am Campus Bocholt der Westfälischen Hochschule. Wir sind durch. Es gibt noch 3 Praktikumstermine und dann natürlich noch eine Prüfung, die wir hier nicht live auf YouTube verbreiten.
Weiter geht's, wenn mich nicht alles täuscht, im April. Ob in Präsenz oder weiterhin online, wird sich noch zeigen. Wenn in Präsenz, werde ich versuchen, irgendwie auch ein begleitendes Videoangebot zu finden. Auf jeden Fall gibt es natürlich vor die Vorlesungsvideos. Aber ob wir die Fragerunden dann gestreamt kriegen, das hängt noch so ein ganz kleines bisschen von Hardwarefragen ab. Und wie wir die Daten dann aus der Hochschule rauskriegen. Aber ich habe ja Semesterferien, um mir genau das zu überlegen. Danke fürs Durchhalten, danke fürs Zugucken, danke fürs von Anfang an dabei bleiben, für die Rückmeldungen, fürs Mitmachen, für die vielen Fragen, die Sie gestellt haben, aus denen sich dann hier sinnvolle Gespräche entsponnen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschö.